Hallo und willkommen zurück zu Return to Mysteries Island 2. Yippie! Ja, wir sind immer noch auf der Insel mit dem Jep und zuletzt hatte ich ein riesiges Problem, hier an den Thymian zu kommen. Und das Problem lässt sich ganz einfach lösen. Wie immer, wenn man es denn dann weiß. Wenn man es denn dann weiß. Denn das Ding ist ja, dass ich das letzte Mal auch diese tolle Ocarina ausprobiert habe. Das ist nämlich der Clou. Und jetzt machen wir das nochmal, denn das war richtig. Genau, das hätte ich einfach weiter tun sollen. Man kann nur verschiedene Löcher jetzt hier drücken und verschieden rumdudeln. Guckt mal hier, und da bin ich ja gar nicht drauf gekommen, dass ich hier verschiedene Finger benutzen kann. Und zack, geht die nach oben, die Schlange da, die Olle. Ich habe für sie gespielt. Und jetzt ist sie abgelenkt oder nicht abgelenkt? Kann ich jetzt? Zack, hat man den Thymian. Es ist doch ein... Ich verstehe das Spiel manchmal nicht. Ich hätte sie einfach nur beflöten sollen. Aber anstatt, dass ich da die verschiedenen Löcher drücke und hier geht voll die Musik los, ganz schön laut. Ja, die hängt da jetzt. Zua, wow, zua. Ich bin eine Mega-Schlange. So, wo geht's denn jetzt hier eigentlich zurück? Ich muss ja zurück. Und zurück. Da lang. Zu Mina. Mina, Mina, ich hab deinen Thymian. Guck mal. Thymian. Thymian. Mein Bein tut so weh. Ja, weiß ich doch. Ich fürchte, die Wunde hat sich entzündet. Ja, hat sie sich. Ich muss unbedingt ein Antiseptikum finden. Hab ich schon. Hier. Eine Blume. Jeb, das ist so lieb von dir. Hey, das ist Thymian. Ein natürliches Antiseptikum. Jeb, ich bin beeindruckt. Mhm. Damit kann ich meine Wunde desinfizieren. Mhm. Der Schnitt an meinem Bein hat sich beim Laufen wieder geöffnet. Wenn er nicht genäht wird, wird er nicht sauber verheilen. Aber wie soll ich das ohne Nadel und Faden anstellen? Oh. Kann sie nicht mal alleine irgendwas hier? Du hast Ameisen auf dem Boden entdeckt, Jeb? Das bringt mich auf eine Idee. Die Indianer haben mit fleischfressenden Ameisen ihre Wunden geschlossen. Such mir ein paar Ameisen, Jeb. Fleischfressende Ameisen. Eklig. Aber habe ich doch auch schon. Ich habe doch schon Ameisen. Jetzt kriege ich erstmal eine Streicheleinheit von dir, du. Ja, ich habe auch ordentlich geschuftet. Jetzt will ich erstmal geknuddelt werden. Mann. Nicht mal geknuddelt. Halunke. Halunke. Ja. Ja. Ich bin der Jeb. Ah, wir sind doch gerne der Jeb. Oder auch nicht. So, 10 Ameisen für dich. Hast du die Ameisen, Ja, habe ich. Bitteschön. 10 Stück. Ganze 10 Stück. Das letzte Mal schon durchforstet. Na los, Jeb. Beweise deine Qualitäten als Krankenschwester. Muss ich jetzt machen? Jetzt muss ich... muss man die da einsetzen? Was mache ich jetzt? Warum kann ich jetzt hier nichts machen? Warte, das muss ja erstmal... Das muss erstmal alles weg hier. Ameisen. Habe ich die jetzt? Was? Muss ich jetzt den Thymian nehmen? Nee, erstmal soll ich doch die... Ach so, warte mal. Die Ameisen, die sehe ich da gerade. Aber nicht hier. Die sehe ich da oben. Zack. Nein, der Schnitt ist dort zu breit. Mach schon. Sag mal, kann die mal aufhören zu drängen? Der haut ab. Das macht doch nichts. Das kriegen wir hin. Das war gut. Anscheinend. Da ist eine. Jetzt ist da eine. Nee, das war auch nicht gut. Oh, das wird jetzt aber schwierig hier. Der Schnitt ist da zu breit. Jeb, du solltest versuchen, den Ameisen den Kopf abzudrehen, sobald du sie platziert hast. Ah. Gut, Jeb. Du hast es raus. Jetzt müssen wir schnell den Kopf der Ameisen abdrehen, damit ihre Kiefer im Fleisch stecken bleiben. Das ist voll eklig, was ich hier mache. Außerdem muss ich schon wieder Ameisen sammeln gehen. Nein, jetzt ist sie weg, ne? Du musst die Ameisen nebeneinander setzen. Ach, lass mich doch.
Mach den Scheiß doch selber. Oh Mann, oh, die war doch daneben. Okay, Jeb. Jetzt musst du die Ameise auf die Wunde setzen. Keine Ameisen mehr. Du musst noch ein paar holen, Jeb. Die Wunde ist noch nicht ganz zu. Das ist widerlich, Mina. So etwas Widerliches haben wir ja hier noch nie gemacht. Oh, Ameisen holen. Das ist doch alles ein Schmuh hier mit dem iPhone. Zack, geht das los hier wieder mit dem Ameisen sammeln. Ja, 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 ja. Zack, geht das los. Oh, ich bin zu langsam, also zu früh. Sodass in dem Moment, wo die Ameise kommt, ich schon wieder zu spät. Ja, genau das meine ich. Mach mal hier jetzt. Nee, das war nicht gut. Wo kommen die denn lang? Heute bin ich nicht so... Ich bin, glaube ich, heute nicht so auf dem Ameisenfangtrip. Nee. Vielleicht mache ich das mal wieder... Nee, das funktioniert auch nicht gut. Ich bleib mal hier. Hier kommen ja gerne mal welche lang. Geschlittert. Mann, wir brauchen Ameisen jetzt. Das ist voll anstrengend für die Mina hier alles zu machen. Die hätte ich doch alle kriegen müssen. Da habe ich sie. Die ja wohl nicht. Die da unten, die nehme ich mir jetzt auch. Die hier immer lang kommt. Die eine. Komm mal da. Zack, habe ich sie. Du gehst immer hier lang. Dann kriege ich dich hier, wenn du das nächste Mal lang kommst. Jetzt, nee, das war nicht gut. Da muss ich mal ein bisschen mehr hier hin. Nee, die geht immer so knapp dran vorbei. Da, die habe ich auch. Und die ist voll schnell. Die schnelle. Oh, die kriege ich ja nie. Wie mache ich das denn immer? Die habe ich auch. Was mache ich mit der einen hier? Komm her, ich brauche alle Ameisen. Ach, ich mache das jetzt hier zwischen den Krallen. Da geht das immer ganz gut, sag ich doch. So, kein Platz mehr, das macht nichts. Oh, Ameisen, ekliger Kram hier. Muss ich die Wunde machen? Das ist eklig. Die soll daneben platziert werden. I, Kopf weg, so. Ich mag das nicht. Das kriege ich jetzt aber besser hin, gerade merke ich. So. Und dann der Kopf ab. Das ist doch eklig. Und dass das überhaupt funktioniert. Voll der Survival-Trick hier. I, geht. Perfekt. Das ist wahre Buschmedizin. Jetzt müssen wir die Wunde noch verbinden. Mhm. Jetzt brauche ich meinen Verband. Hab ich. Jetzt müssen wir erstmal raus hier, weil wir wollen ja ihr keine Ameisen mehr schenken. Die futtern wir dann irgendwie privat nochmal auf oder so. Hier ist der Verband. Macht sie den Thymian da jetzt selber drauf oder... Jetzt brauche ich meinen Verband. Ja, kriegst du. Der ist auch sauber. Danke, Jeb. Bitte. Mein Bein fühlt sich schon viel besser an. Ich müsste laufen können. Gut. Dann kletter ich jetzt auf dich drauf und los geht's, oder? Ich fühle mich viel besser. Ich habe sogar ein bisschen Hunger. Ich sollte nachher etwas essen. Ja, nachher. Du bist ja nur wieder auf der Insel hier gelandet und lass dir Zeit, Mina. Wir schon wieder dieses Geräusch. Nö, nicht schon wieder die Elektro... Oh nein, die Robos kommen wieder. Oh Gott. Ein Roboter. Er ist ganz in der Nähe abgestürzt. Sehen wir uns das mal an. Ja, mache ich. Und wir haben ja jetzt auch eine Kanone. Die kann Mina jetzt nehmen. Und überhaupt mit Mina können wir jetzt alles Mögliche machen. Hier habe ich mein altes Gewehr vergraben. Ach so. So ist das also. Kannst du das ausgraben? Irgendwie? Kannst du das nicht irgendwie ausgraben? Also mit Mina können wir jetzt halt... Ja, wir sind halt wesentlich höher jetzt. Dann gucken wir hier in die Grube rein und...
Hier habe ich mein altes Gewehr vergraben. Ja, dann grab da doch mal, grab da doch mal. Hier habe ich mein altes Gewehr vergraben. Aber sie sagt, also das ist ja auch kein Anzeichen, dass sie da was machen kann. Ich weiß nicht, ob wir da irgendwie rumschaufeln können. Aber gut. Gut. Gehen wir mal den Robo suchen. Ich weiß jetzt gar nicht, wo der war. Kapitän, Notfall, Kapitän. Oh, oh. Dieser Roboter. Ich habe ihn an Bord der Nautilus angetroffen. Er hält mich noch immer für Captain Nemo. Explosion, dringender Notfall, Insel, Gefahr. Hä? Was für eine Gefahr? Kommunikationskanäle benötigt, Reparaturen zerstört. Dieser Roboter ist total durchgeknallt. Wenn ich ihn nicht repariere, werde ich nichts Nützliches von ihm erfahren. Oder kannst du auch selber einfach die Insel erkunden, Mina. Der Roboter, der checkt ja auch nur die Lage. Naja gut, was muss man jetzt machen hier? Jeder Demontageversuch ohne Eingabe des korrekten Codes führt zu meiner sofortigen Selbstzerstörung. Die Explosion verursacht schwere oder tödliche Verletzungen aller Umstehenden. Ja. Das ist doch schön, dann würde ich sagen, speichere ich doch vorher einfach mal erstmal ab. Weil man weiß ja nie. So, weiter geht's. Ja, was kann ich jetzt hier machen? Jetzt muss ich hier wieder... Dieses iPhone immer. Kapiere ich auch nicht. Das wird jetzt wieder schwierig. Also, Nautilus 1860. Einfach wieder die Sachen eingeben. Geht das? 1860. Erstmal so. Das war schon mal nicht, gar nicht. 0681. 068. Rückwärts. Gar nichts von richtig. Wieder hier die 3064 wird mir hier angezeigt. Und dann. Nee, von den Zahlen her gehen kann ich ja auch nicht. Von den Buchstaben, weil wir haben ja gar keine Buchstaben. Nee, es geht also schon um die Zahl. Oder? Wer weiß. 1860. Und wir haben hier Zahlen. Wie geht das denn bloß? Ich mach mal einfach irgendwas. Der rattert ja aber auch gar nicht hier so durch wie sonst, oder? Hat er das nicht sonst immer geändert? 403, jetzt kommt wieder was anderes. Sollen wir das einfach nur nachholen? 4036. Jetzt habe ich das nachgemacht. 0588. 05 rückwärts. Auch nicht. Nö. Funktioniert nicht. Ist alles falsch. Was wollt ihr denn hier von mir? Das weiß ich noch nicht. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ne, man kann ja auch nicht alles gleich... Die Schildkröte, ich will jetzt endlich wissen, was mit der Schildkröte auf sich hat. Sag doch mal was dazu, Mina. Seltsam, dass sie nicht versucht zu fliehen. Normalerweise legen Schildkröten ihre Eier am Strand. Sie verlassen das Ufer nicht. Ja, sei doch. Genau. Was macht die denn hier? Und interessiert dich das jetzt weiter gar nicht, Mina? Oder vielleicht gehen wir mal zum Strand. Vielleicht sagt sie da ja was zu. Der Wasserspiegel ist angestiegen. Das wusste Jepp schon viel früher wie du. Oh, Teleskop, alles Sextanten. Durchnässte Karten, kaputte Instrumente. Das Einzige, was sich zu retten lohnt, ist ein Teleskop eines Sextanten. Die Linse könnte mir noch nützlich sein. Na denn? Ein Roboter, den ich neutralisiert habe. Das war nicht einfach. Können wir damit irgendwas anfangen? Nemo. Mit dieser Tastatur konnte ich den Roboter deaktivieren. Jetzt brauche ich sie nicht. Brauchst du da irgendwas anderes von? Die Schrauben? Ach, brauchst du die Schrauben vielleicht? Aber wir können hier auch nichts. Nee, gut. Vielleicht können wir das ja irgendwie... Dieser Wasserfall. Das Wasser des Sees strömt durch die Fenster des Granithauses ins Meer. Ja. Das ist tatsächlich etwas merkwürdig. Weiß jetzt aber auch nicht, was wir dann machen können. Und weiß nicht, ob der Robo, der kaputte hier, nutzt für den anderen, den wir gerade deaktivieren sollen. Nee, aktivieren eher. Wir wollen ihn ja reparieren. Elektrische Kanonen. Jawohl.
gesagt. Und wenn du zu der Schildi nichts mehr weiter sagst gerade, dann gehe ich erstmal zurück mit dir. Es gibt... Wow, hier ist es ganz schön heiß gewesen. Glücklicherweise ist die Lava nicht über die Schlucht hinausgekommen. Mhm. Unsere Rankenbrücke ist kaputt. Ja, aber der Jepp kann ja rüber. Nina, guck mal, der ist in Gefahr und so, der andere. Was ist nur mit diesem armen Viech los? Ja, du warst ja die ganze Zeit nicht hier. Wir haben ja hier schon Abenteuer über Abenteuer erlebt. Der Jepp kann ja rüber. Ich bin wirklich nicht begeistert von der Idee, über geschmolzener Lava einen Seiltanz zu machen. Das ist ja was für Jepp. Jepp spielen, zusammenbleiben. Ja, ich spiele den Jepp jetzt. Der geht jetzt rüber. Und weiß ja jetzt, dass der andere Hilfe braucht. Also muss er jetzt doch wieder alles alleine machen? Oder? Denn das eilt hier ja. Der ist ja immer noch da hinten. Das könnte der Jepp doch auch irgendwie mal Mina klar machen, oder? Vielleicht muss die Mina aber auch einfach erstmal... Und Jepp? Ach so. Steuer auf Minas Schulter klettern. Wie, also der Jepp muss das alleine machen, oder was? Nee, der muss doch irgendwas bauen, damit die Mina bestimmt da auch rüberkommt. Oder nicht? Also Mina kann ja jetzt kombinieren. Das ist ja das Schöne. Und hier ist alles durcheinander. Alles völlig chaotisch. Ich mach mal den Thymian da nochmal rüber, so... der schon mal zusammen ist. Ja, was kann die Mina denn jetzt mal machen? Die kann eine Angel bauen. Hier die, Dingens. Samen kann sie essen. Ja. Das hat gut getan. Ja. Das hatte ich bereits. Ich hätte gern mal etwas anderes. Oh, du bist genauso wählerisch. Dann kriegst du noch ein Ei. Ich habe schon rohe Eier gegessen, aber das kriege ich nun wirklich nicht runter. Okay, dann müssen wir noch ein Feuer machen. Die Würmer wirst du wahrscheinlich auch nicht essen, so wie ich dich gerade kenne. Ameisen essen, macht sie das? Nein, danke. Aber das kann ich nicht essen. Okay. War ja aber ein nettes Angebot von mir. Also ich meine, ne? Macht jetzt auch nicht jeder. Was ist mit diesem Weizenkram? Ton kann nicht kombiniert werden. Kannst du aus dem Haken mit den Würmern schon mal genau eine Angel wieder bauen? Nein, daraus nicht. Vielleicht aus dem Ast? Nein. Nein, nein, nein. Das funktioniert also nicht. Haben wir noch irgendwie einen anderen Stock? Eigentlich hatten wir... Nee, ne? Hatten wir? Hier die Spirale? Nein. Vielleicht dann doch Feuer erstmal machen? Ich habe ja auch keine Ahnung, du, ne? Ich weiß ja auch nicht. Guckst du dir das an? Es kommt kein Sirup mehr heraus. Zu dumm. Ja, alles hat sich geändert seit dem letzten Mal, Mina. Da fließt und fließt und fließt der Sirup. Zack, stürzt nochmal ab. Ist vorbei hier mit Sirup. Man kann sich auf nichts mehr verlassen. Hm. Ja, der hier halt. Wasser waren wir ja eigentlich schon. Sagst du hierzu noch was? Achso, der kann hier weiter Ameisen sammeln. Vielleicht kommt ja jetzt der andere Affe auch nochmal wieder raus, wenn wir jetzt mit Mina da sind. Die ist ja weg gewesen. Mina. Keine Früchte mehr. Nichts mehr da. Eine Wasserschöpfenbehälter? Mach doch mal. Ich verstehe das doch immer nicht. So, den können wir doch jetzt mal irgendwie mit Ton bestimmt reparieren. Geht das? Mach mal. Bastel dir ein. Ja, den Ton müssen wir da schon rauf tun. Ach, da ist der daneben. Ja, okay. Zack. Klick auf das Holztablett, um das Rad in Gang zu setzen. Jetzt können wir das formen. Hui! Verdammt! Oh. Die ist hin. Ja, das ist auch ein Behälter. Hauptsache, das Ding sitzt. Ach, wir müssen das vielleicht auch mal, immer die Hände anfeuchten, wenn man mit Ton arbeitet. Wollte ich gerade sagen, du. Das ist ja kein Wunder, dass das hier nichts wird. So. Jetzt dreht sich das. Los geht's.
Ah, guck mal, das sieht doch schon viel schöner aus. Schön. Sieht gut aus. Töpfern macht so viel Spaß. Ach, ja. Ich könnte mich daran gewöhnen. Ui, das macht wirklich Spaß. Machen wir gleich noch eins. Ja, so soll das sein. Ja, auch interessant, eine Vase oder so. Ich mache hier ganz tolle Tonwaren. Die, ja. Man will ja auch ein bisschen künstlerisch sein auf einer Insel. Jemand oder nicht nur überleben. Das wäre langweilig. Das ist jetzt dieselbe. Vielleicht können wir nochmal eine andere machen. Ah, jetzt haben wir zwei von denen, alles klar. Wer weiß, wie viel wir brauchen. Dann machen wir gleich mal ein paar Stück. Das kann ja nicht schief gehen. Machen wir mal in der Mitte. So hatten wir auch noch nicht. So rum hatten wir auch noch nicht. So. Gibt es hier verschiedene Möglichkeiten. Da kann man anscheinend noch mehr machen. Welche drei Möglichkeiten kann man denn noch machen? Einfach das so lassen? Geht das vielleicht? Ah. Ja, genau. Die einfach mal so lassen. Dann jetzt noch mal ein letzter Versuch und irgendwas anderes. Unten und oben. Nee, dann wird das ja wieder so ein welliges Ding. Was hatte ich jetzt noch nicht? Moment mal überlegen. Nur unten und oben hatten wir ja auch schon. Andersrum genauso. Das hatten wir auch schon. Tja. Oh, dann vielleicht nur oben einfach mal zumachen. So. Und das dann so lassen. Auch eine ganz einfache Variante. Tja. Was fehlt noch? Das nur unten ist und oben offen. Das hatten wir auch noch nicht. Also ist dann unsere letzte. Dann haben wir alle und sind Tonmeisterin. Tada! Alle gemacht. Ich weiß jetzt nicht, welches die coolste ist, aber das überlasse ich mal ja, dem Zufall, was wir dann brauchen. Aber jetzt tue ich da mal schnell noch das Feuerding. Das ist keine schlechte Idee, aber irgendetwas fehlt. Ach ja, echt? Was? Das ist keine schlechte Idee, aber irgendetwas fehlt. Wir haben ja nicht so viel Auswahl, das ist es ja. Ja, wir haben getrocknete zwei. Was soll ich da nehmen? Diesen einen. Das ist keine schlechte Idee, aber irgendetwas fehlt. Du kannst ja dir auch noch mal das andere hier angucken. Das da. Ein feuerfester Tonkessel. Er ist bestimmt für die Glasherstellung verwendet worden. Ah, okay, der sollte dahin oder was? Ich weiß auch nicht. Noch schnell mal, geht das jetzt? Das ist keine schlechte Idee, aber irgendetwas fehlt. Okay, ich weiß nicht, ob wir da jetzt Feuerholz, Kohle oder weiß ich nicht was finden sollen, aber wir sehen es im nächsten Part von Return to Mysterious Island 2. Ich finde das super, dass die beiden jetzt hier zusammenarbeiten und wir endlich mal viel mehr Möglichkeiten haben. Da macht das Spiel, finde ich, jetzt erst wieder so richtig Spaß. Also sehen wir uns im nächsten Part. Bis dann!